Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge sind wir in der illusionären Dunkelheit gewesen und jetzt werden wir wieder in der illusionären Dunkelheit rumlaufen. Yay! In der nächsten Folge auch und der danach auch. Boah! Und ja, gehen wir einfach weiter. Und wir haben auch Dingens Rute getroffen aus Tales of Destiny, für die wir die Mission hier erledigt haben. Sollen wir nehmen Roan, Elise und Elvin mit? Roan, Elise und Elvin. Will ich mir nur mal angucken, wo und wie welche Tür ich schon genommen habe und welche nicht, weil langsam verliere ich die Übersicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, dass ich jemals eine hatte, aber naja. Ich glaube, da sind wir noch nicht durchgegangen, ne? Wow, dich habe ich beinahe nicht gesehen. So, ich möchte natürlich wieder die Karten und so sammeln. Ey! Ich glaube, Spinner. Ja, aber wollte heute mein. Ja, stimmt, die Musik ist ja so. Ich bin immer so überrascht, wie die Musik so anfängt, wie ein Tales of the Abyss. So. Jetzt haben wir natürlich die Pistolen und sind jetzt voll im Bar. Ja, natürlich hier, falsche Tür ist, dann habe ich natürlich Pech gehabt. Aber ich muss mal gucken. Da sind wir noch nicht gegangen, ne? Okay, Laterne. Laterne, Kerze, Fackel. Zurück ändert sich die Reihenfolge nie, ne? Da wäre voller Abfuck irgendwie. Boah, ich hab Fuck gesagt. Oh. ja, ich sollte mir wirklich angewöhnen, von oben hier mal gucken. Zu gucken, wo die ganzen Sachen sind. Da ist die Fackel. Ich tue mir dann Ludgars Tür irgendwie ganz am Ende irgendwie aufbewahren. Habe ich mir so festgelegt. So, Laterne. Fackel. Wo ist die Kerze? Da ist die Kerze, meine Güte. Wir können noch öfter durch die ganzen Dinger gehen, deswegen nehme ich mal an, wir können ja so oft reingehen, wie wir wollen. Hoffentlich. Meine, macht euch mal nicht so breit, ey. So, wo ist die Fackel nochmal? Fackel doch nicht so lange, wo ist die? Da. Meinst du, war ja schon gewesen, ich weiß es nicht. Ja, warte, durch die Gelben sind wir schon gegangen. Da habe ich gedacht, das wäre für Leia, ne? Also, die Gelbe waren wir auch schon. Gehen wir mal hier zu der Gelben. Wird wahrscheinlich für irgendjemand neuen sein jetzt. Hier schon immer neue Charaktere rein. Zu verhindern, dass ich nochmal durch die gleiche Tür gehe. So, Glocken will ich natürlich auch haben, wie blöd. Schon wieder 8 seltsames Gras, okay. Warte mal, Gras. Lass mal kurz gucken, ne? Seltsames Gras. Blatt? Weiß ich nicht. Aber egal, wir tun mal die Dinge jetzt hier einsetzen, die für mehr Erfahrungspunkte. Diesmal laufen wir nicht in so einem Parcours. Ich, mein Gott, habe ich viel Zeit. Da wollte ich doch meinen persönlichen Rekord heute mal brechen. Ja, da sind Bäume. Können wir mal die kaputt hauen. Gucken, ob die richtig sind. Hoffentlich, hoffentlich. Ich will halt diesmal hier ein iPad reinpacken, weil es dauert halt alles viel zu lange. Also bitte tut mir den Gefallen und sterbt. Wow, geht das schnell. Ich würde irgendwie aufpassen mit den Nimbus. In einer bestimmten Anime, die ich mal gesehen habe, sind die Rasiermesser scharf und das war nicht das Richtige. Okay, von der Logik von der Serie kann ich mich aber auch nicht verlassen. Da ist schon wieder so ein Parcours auf mich, da kann ich nicht riskieren. Was noch? Willst du mich eigentlich? Ey, das ist es auch nicht. Ah, und da ist ja noch eins, ey. Was denn? So, ihr seid nicht richtig. Geht weg. Du auch.
Seltsames Gras, ey. Seine Kack-Ausgangsposition finde ich gerade. Das ist auch so ein Viech. Wollen wir mich eigentlich auf den Arm nehmen? Ich könnte voll die Trainingseinheit hier werden. Ich sehe irgendwie nirgendwo was, was nur annähernd auf eine Beschreibung noch passen könnte. Was? Seltsames Gras, hallo? Ich werde erstmal hier verrecken. Ja, gegen was muss ich denn hier kämpfen? Hey. Es sind doch nur diese Trends am rumlaufen. Wir sind doch nur die am rumlaufen, ne? Ey, was ist das? Jetzt schaffe ich diesmal nicht, glaube ich. Habe ich mich gerade verzählt und da waren Dingens. Was? Ey, geht voll Zeitflöten, hallo? Dann die Viecher oder was? Noch acht seltsames Gras durch. Warum denn die Viecher? Oder was? Ja, mein Güte, zieht er viel ab. Mit der Power machen, ja? Nee, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ich habe schon viel zu viel Zeit hier irgendwie vorbei. Was? Oh, ich habe so einen sehr starken Verdacht. Gruselige Fühler. Nee. Hab ich irgendwie Gegenstände oder so bekommen? Ich weiß es nicht. Ja, verdammt. Da lässt ihn irgendwie so was. Götterholz. Nee, was? Ey, was ist das? Ich glaube, da wird nichts diesmal. Wird definitiv nichts. Ich bin so viel Zeit vorbei. Ja? Mehr Gegner laufen noch gar nicht hier rum. Was? Also brauche ich doch die Loot-Sachen von denen. Ey. Wieso möchte ich noch so ein Bakura-Viech mitnehmen? Letztes Mal war ich nach 7 Minuten schon fertig, ey. Mit dem ersten Boss. So, ganz schnell erledigen wieder. Boah. Das Spiel kommt gar nicht mehr mit, ey. Okay, ich glaube, das dürfte doch zu schaffen sein. Ich müsste nur Glück haben. Das habe ich wahrscheinlich nicht. Wie, ich krieg nur einen Gegenstand. Soll ich denn da bitte schön... Was? Brauche ich nur allgemein irgendwie Loot? Ich habe keine Ahnung. Wo muss ich auf einmal doch gegen die Viecher kämpfen? Ich weiß es nicht. Habe schon gegen viel mehr von denen gekämpft. Boah, wart. Hey, warte mal. Das sind andere Viecher. Will ich verarschen? Die sehen genau gleich aus. Bock vom her. Oh mein Gott, ey.
Zack, so. Muss da auch mal sein. Ja, das ist ja richtig unfair. Das sind zwei verschiedene Viecher. Wer kann denn sowas an? Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich habe schon viel zu viel Zeit verballert. Oh. Ja, das ist ja mies. Das heißt, würdest du irgendwie sagen, ich soll ein Bakura-Viech finden und das sind zwei verschiedene. Ey, wie doof. Ja. Also sind das jetzt die richtigen oder die falschen? Ich weiß es gar nicht. Das nur hatte ich alles kaputt auf. Stimmt mich jetzt nicht gerade so froh. War halt ja eigentlich voll die Mobsgeschwindigkeit erlegen. Dann wieder so einen halbstündigen Part, keine Ahnung. Wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte einen etwas kleineren Part nehmen. Aber ich habe gedacht, ich würde das auch schaffen. Hallo? Puh. Aber vier brauche ich noch. Ich habe die Hälfte schon mal. Ich habe die Hälfte der Zeit verballert. Das ist gut. Guck mal, ja. Sehr gut. This duet came courtesy of leider keine Zeit, Entschuldigung. Einfach weiter, einfach weiter. Das finde ich jetzt aber auch richtig link gemacht. Ja, egal. Da. Du bist vielleicht auch nicht das richtige Viech. Wir sind so viele Bakura-Viecher am Rumlaufen. Ich hätte hier so geil trainieren können. Kann ich ja eigentlich immer noch, aber wie das aussehen, habe ich das mit dem Part sowieso geigt hier. Ich will eigentlich voll schnell hier erledigen. Ich wollte hier direkt zwei Bosse in einen machen, aber geht anscheinend nicht. Danke. Mein Gott, wie viel TP ich bekomme. Obwohl, ich bis da warte, ich mache das einfach. Mache ich in dem Part wieder nur einen Boss. Egal. Noch zwei. Aber das ist nicht das richtige Viech. Ach, jetzt sehe ich dann auch. Jetzt sind die doch. Jetzt erkennt man doch schon den Unterschied jetzt. Ich dachte, jetzt werden jetzt genau die gleichen Viecher immer. Aber ein ist so ein kleines Viech und die Dinger, das sind, die kann man ja richtig gut auseinanderhalten. Da habe ich mich umsonst wieder aufgeregt. So, verreckt alle. Jetzt laufe ich nur mit Knarren rum, ne? Wegen Roan. Bams. Ich wollte eigentlich nicht mit ihm verbunden werden. Am besten wäre jetzt natürlich, wenn das hier Roans Gebiet ist. Da würde irgendwie perfekt passen. Ja, mehr FP für Ludgar. Hab ich jetzt aber keine Zeit. What? Wie? Dich. So, komm her. Wie zaubern. Oh, fuck, das war vielleicht nicht gut. Sehr gut. Also kurz vorm Level Up. Oh, ich habe auch keinen Bock, gegen die Bakura-Viecher zu kämpfen. Vielleicht werde ich ja irgendwann offscreen machen. Wir bekommen ja genug Erfahrungspunkte und so, finde ich. Von den ganzen Kämpfen. Gegen wen kämpfen wir jetzt? Das sehen wir.
schon jetzt. 4 alte Glocken, sehr gut. So, packen wir uns wieder da rein. Gewohnter Ablauf. Und wir sind noch halbwegs frisch. Und wir kämpfen gegen... Wer ist das denn? Ach, Dingens. Presser. Das heißt, wir sind ja auf Elvensfahrt. Elvensfahrt. Wir kriegen eine alte Glocke. Und die ist schwach gegen Feuer. Hi, Dings. Boah, ich sehe dich. Ich sehe dich. Der wäre vielleicht nicht so gut, die Adaptierten. So, wir sind die ersten Gegner immer so schwach. Jawohl, vergiftet und verbrannt. Was? Nicht auf mich. Du spinnst wohl. Hier, Feuer. Du steckst mir deinen Schwanz entgegen. Was ist das überhaupt bei ihr? Hat man, wurde das irgendwann irgendwie mal aufgeklärt, warum sie so einen Schwanz hat? Oder ist das nur Dekoration oder so? Ich meine, ich sehe aus wie ein Weihnachtsmann. Nein. Oh. So, komm mal her. Ja, verdammt, nicht die Attacke. Dauert zu lange. Und zack. Na. Boah. Ist jetzt auch so fair, weil ich so geile Schusswaffen habe. Oh mein. Brauche ich noch nicht mal Chromatus. Für die ersten Gegner. Sehr gut, das ging alles an für dich, finde ich sehr gut. Wutsch, sehr gut. Ich möchte auch mal jeden Boss hier zeigen, also weiß man ja nicht. Oh verdammt, das war zu weit. Oh, die Kamera. What is this? Au. So, irgendwie hat Flamme mich von dir treffen zu lassen. Wird mal sieht hier. So war das nicht gemeint. Irgendwie fast alle verfehlt, nur Elven getroffen. Jawohl. Und Level Up, sehr schön. Sehr gut, dann haben wir hier auch schon mal erledigt. What? Form of Presser of all people. Is that supposed to throw me off my game? You'll have to try a hell of a lot harder than that. Ja. Dann würde ich sagen, was dann für diese Folge? Ich schreibe mich jetzt hier nochmal hoch. Bams, 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 bams. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bin herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.